Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video von mir. Wir haben heute Montag, den 29. Genau morgens um knapp 9 Uhr. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Der Garten ist noch chaotisch, aber wird ja auch noch drin gearbeitet. Wir haben keine Ahnung, wie viel Grad. Da ist der schöne Brunnen. Nee, ich sag immer Brunnen, das ist ein Bachlauf. Ja, hier ist noch Baustelle. Und ja, im Gegensatz zu gestern scheint die Sonne wieder. Und man hat direkt andere Laune. Ja, jetzt werden wir erstmal frühstücken. Und ich wünsche euch allen einen schönen Start in die neue Woche. Also irgendwie ist der Tag heute verflogen. Wir haben schon 17 Uhr und ich frage mich, wo der Tag ist. Ja, wir waren heute Morgen unterwegs. Wir wollten gucken für, also der Udo für die Teichpumpe, irgendeine Lampe dazu, was weiß ich, fragt mich nicht, brauchte er. Und ja, in dem ersten Laden gab es nichts. Dann hatten wir noch geguckt nach Kies. Der war zu teuer und ja, dann sind wir dann noch weitergefahren. Dann waren wir in einem Baumarkt, da hatte der Udo gucken wollen, da war der Kies genauso teuer und diese komische Lampe gab es da auch nicht. Ja, dann haben wir kurz Zwischenstopp gemacht, haben einen kleinen Snack geholt und dann sind wir nochmal los in einem Gartencenter und haben Teichpflanzen geholt und Kies. Also, nee, den Kies haben wir im Baumarkt geholt, so, genau. Und die Pflanzen, da haben wir uns welche geholt für den Bachlauf links und ja, eben für den Teich halt. Und dann waren wir zu Hause und dann hatten wir eben schon 16 Uhr. Ich sag, was, wo ist die Zeit hin? Ja, jetzt sind wir gerade den Kies am Saubermachen, den Teich am Saubermachen, am Leerpumpen und ja, dann kann das wenigstens schon alles rein. Die Pflanzen muss ich auch gucken, wohin das ist. Ich habe zum Udo gesagt heute, ich sag, wenn man überlegt, als wir die Pflanzen für unseren Vorgarten geholt haben, wie viel Auswahl man hatte und ja, wie sagt man, das noch alles voller Knospen war und wenn du jetzt siehst, wie verblüht und eben schon Ende das alles ist, das war schon heftig. Aber ich habe Schnapper gemacht. Wir waren noch in Holland, da habe ich doch so einen riesen Hibiskus gesehen, also so XXL, keine Ahnung. Der kostete da 15 Euro. Dann waren wir noch irgendwo gewesen, da kostete der 13 Euro. Und jetzt waren wir heute in dem Gartencenter, da habe ich auch einen großen gekriegt, der winterhart ist. Und der hat gekostet 5,99 Euro. Zack, den haben wir direkt mitgenommen. Genau. Ja, da bin ich natürlich viel glücklich drüber. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall weiter den Kies sauber machen, das Becken machen, dann die Pflanzen einpflanzen und dann tot umfallen, weil ich müde bin. Ich habe den ganzen Tag Kopfschmerzen. Jetzt habe ich wirklich eine Woche Ruhe gehabt. Jetzt fängt der ganze Driss schon wieder an. Ich mag diese Wetterwechsel nicht. Oder mein Kopf mag da nicht. Irgendwie so eins von beiden. Ja, ich muss jetzt erstmal was trinken und dann geht's weiter. So, wir haben heute... Nee, Udo hat heute... Das hier fertig gemacht. Die Pflanzen haben wir alle gekauft heute. Und ja, hier haben wir so ein paar Steinpflanzen. Also das sind Steinpflanzen, glaube ich. Da war dazwischen gepflanzt. Die hier, die hatten wir. Dann sitzt mein Fröschlein da. Licht haben wir auch. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Also richtig schön geworden. Die dunklen Dinger sind Moos. Mal gucken, ob das was wird oder eben nicht. Und da steht mein Hibiskus. Ist der nicht schön? Und der hat so, da sieht man jetzt nicht, da sind Knospen. Ich glaube da auch. Und da, der kriegt wohl dunkelrote oder so. Ja, wir lassen uns einfach mal überraschen. Ja, Vogelfutter noch. Und hier ist der Gartenteich. Den haben wir auch soweit fertig gemacht. Ja, Udo hat natürlich direkt eine Spielerei eingebaut.
Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, wie das so wird. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Wenn jetzt der blöde Eimer da nicht stehen würde, ja, ist so meine Sicht hier von meinem Chefsessel. Der Bachlauf, der Hibiskus, wenn Vögelchen fressen, ja, der Schlauch und Kabelei muss auch noch weg. Und der Gartenteich, was den Udo ärgert, ist, hier ist der hoch, da ist er runter, der Teich, obwohl wir das gemessen haben und ja, ist wohl doch noch einiges verrutscht. Naja, mal gucken, was er da so macht. Tja, auf jeden Fall ist er da hinten am Frickeln, denn jetzt muss ja noch eine Pumpe in den Teich. Guck mal, sieht das nicht hammergeil aus? Genau so habe ich mir das mit dem Licht gewünscht. Und dann noch die roten Pflanzen dazu. Geil. Also das ist wirklich der Burner. Finde ich mega schön. Hat der Udo super hingekriegt. Und da ist das auch wieder. Ich sagte, ich möchte den Bachlauf haben. Und er hat so seine Ideen mit den Pflanzen und alles. Und vor allem mit dem Frosch da reingebracht. Und das finde ich einfach nur mega. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Dienstag, der 30. morgens um kurz vor 9. Strahlend blauer Himmel, die Sonne scheint. Heute soll es ja wieder heiß werden. In der Sonne sind jetzt 27 Grad. Da kommt der Chef von vorne. Der hat gerade schon Arbeit geleistet. Der schläft noch. Er hat seine Mülltonne reingeholt. Kannst du zaubern einmal bitte? Jetzt mal gucken, wie er zaubert. Oh, er hat schon wieder Arbeitshandschuhe an. Was ist mit dir los, Udo? Wie jeden Tag. Nur eine Stunde im Verzug. Wie jeden Tag, er ist eine Stunde im Verzug, aber. Ach, ich finde den immer noch so schön, den. Ach, läuft toll. Ne? So, das ist der Teich. So sieht er aus. Also das komische lange Teil kommt da wieder raus. Das ist so eine, wie nennt man das? Springbrunnen. Genau. Der ist ja nicht, aber ist im Gegensatz zu gestern sieht das schon gut aus. Genau, pimpt du mal die Pumpe. Die Kinder schlafen noch und Udo ist schon am Ackern. Das musste ich ja jetzt so sagen. Was? Ja, der Pool ist auch sauber, genau. Ja, wir werden jetzt gleich erstmal frühstücken und dann gucken wir mal, was wir heute so machen. Unsere Ausbeute heute. Lecker Gürkchen und Tomätchen. Und die Gurke schneide ich jetzt in Scheiben. Der Udo wollte einfach nur mal reden. Mein Struppi ist wieder da. Die hat heute schon aus dem Gartenteich getrunken. Die muss ja auch mal gucken, wo alles ist. Ganz neugierig. Ja. Literweise nachfüllen. So viel hat die gar nicht getrunken. Aber es war richtig süß. Genau, schlag die jetzt erstmal den Bauch voll. Mich hier wird auch noch. Wir haben gleich 9:30 schon. Halleluja. Ja, ich habe heute nicht viel gemacht, außer der Bude gewienert und gewischt und gewaschen. Und ja, also hier Badvorleger und Handtücher habe ich nochmal gewaschen. Ja, dann waren wir heute Mittag im Pool. Udo hatte noch am Teich weitergemacht. Und ja, gegen Abend waren wir nochmal los, um eine schöne Seerose zu holen, die gleich auch noch eingelassen wird im Teich. Und ja, also wir haben heute nicht wirklich viel Interessantes erlebt.
Also von daher kam heute auch weniger. Ich werde jetzt gleich noch Blumen gießen und das war schon. Da ist der Tag dann schon zu Ende. Doch, jetzt habe ich echt gedacht, ich nehme gerade nicht auf. Wäre ja wieder typisch ich. Und ich hoffe einfach mal, morgen ist mehr zu erzählen. Werden wir sehen. Ich sage einfach mal bis morgen. Guten Morgen. Wir haben heute Mittwoch den... Keine Ahnung, wir haben auf jeden Fall Mittwoch morgens kurz vor 9. Der Udo war aber gerade schon beim Onkel Doktor Blut abgeben. Ist gerade die Tür rein, Emma schläft noch. Und wir räumen auf, Lenny und ich. Der Udo hat gestern noch da den zweiten Flamingo hingestellt. Und da auch. Und da ist die Seerose unten auf dem Boden. Und dieses Grünzeug haben wir noch geholt. Genau. Ja, wir machen jetzt soweit alles fertig und frühstücken erstmal und dann wird nachher aufgeräumt. Dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Da sind unsere neuen Haustiere. Es sind 5 Goldfische geworden. Ja, 2 so... so weiße mit orangenen Flecken, so ein gräulicher, ein orangener und ein gelber. Genau. Die werden wir jetzt erstmal in den Teich setzen. So, jetzt werden wir erstmal hingehen und die hier reinsetzen. So. Damit die sich erstmal an die Wassertemperatur vom Teich gewöhnen. Die schießen schon ab. Die haben schon Bock zu schwimmen. Jetzt werden wir mal hier unsere neuen Freunde schwimmen lassen. So. Da. Sind es alle raus? 2, 4, 5. Jo. Ja, dann mal viel Spaß bei uns. Sieht man die überhaupt? Ja, ne? Genau. Weil ich Hummel. Du machst jetzt keinen Freischwimmer, Ding dran. Ja, die sollen sich jetzt erstmal schön eingewöhnen hier. Müssen ja auch mal gucken, wo sie sind. Wir haben 2:30 und es regnet und gewittert gerade. Und wir waren heute Morgen zu meinen Eltern gefahren, haben da noch was hingebracht und anschließend waren wir dann los und haben uns dann die 5 Goldfische geholt, weil wir müssen ja auch ein bisschen drauf achten, dass die Fische, wenn sie ausgewachsen sind, nicht mehr weiß, wie riesig sind, weil so viel Platz haben wir jetzt auch nicht. Ich finde die Kois natürlich schön, aber bringt ja nichts, wenn sie... irgendwann zu groß sind und dann müssen wir sie dann doch abgeben. Und ja, da haben wir uns dann dafür entschieden, haben uns schöne ausgesucht, beziehungsweise das haben die Kinder gemacht. Die sind aber schön. Und ja, jetzt gab es hier gerade eine Zwischenmahlzeit. Wir fahren gleich noch irgendwas essen. Und ja, sonst passiert hier nicht wirklich viel. Deswegen überlege ich gerade, ob ich den Vlog jetzt beende. Weil, ja, wie gesagt, außer Abendbrot essen wird hier nichts passieren. Und ja, ich wünsche euch einfach einen schönen Restemittwoch. In der Hoffnung, dass bei euch nicht so blödes Wetter ist. Und ja, passt auf euch auf und ich sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.